Hi, ich bin Iris und heute gibt es meine beendeten und abgebrochenen Reihen. Und ja, das waren nicht so viele, deswegen packe ich die zusammen. Und zu den angefangenen, die dann doch ein bisschen mehr waren, gibt es dann noch ein extra Video. Aber kommen wir zuerst mal zu den Reihen, die ich beendet habe. Eine der Reihen, die ich beendet habe, ist All of Me von K.L. Craig. Und das Ganze ist eine New Adult-Reihe, die aus zwei Teilen besteht. Und die fand ich wahnsinnig gut. Mir hat der erste Teil super gefallen. Dazu müsste es auch eine Rezension geben, die verlinke ich euch in der Infobox. Und ja, ich fand es einfach wahnsinnig toll. Und ach ja, kann es euch wirklich nur empfehlen. Die Reihe an sich war spitze und ja, man konnte die wirklich wegsuchten. Und vor allem gab es einen Cliffhanger am Ende vom ersten Teil. Und es ging um dieselben Charaktere, sowohl im ersten als auch im zweiten. Okay, gut, erste macht Sinn, aber auch im zweiten Band ging es um die Charaktere aus dem ersten Teil. Und das ist gerade aktuell irgendwie bei New Adult Büchern nicht mehr so oft der Fall. Und ja, mir hat es aber wahnsinnig gut gefallen, dass eben sich die Charaktere durch die Reihe durchgezogen haben. Und ja, deswegen absolute Empfehlung. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, dann könnt ihr es auf alle Fälle machen. Als nächstes beendet habe ich Lady Midnight, die Chroniken der Unterwelt, nee, die dunklen Mächte von Cassandra Clare. Und Chroniken der Unterwelt ist eine komplett andere Reihe. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Reihe auch beendet und ich muss sagen, dass ich nicht ein ganz so großer Fan war von dieser Reihe. Sie war gut, aber sie war jetzt nicht überwältigend gut. Deswegen, ja. Sie gehört natürlich mit dazu, zu dem ganzen Universum, deswegen habe ich es mir auch durchgelesen. Und ich glaube, wenn es jetzt eine eigenständige Reihe wäre, die überhaupt nichts damit zu tun hätte, dann würde ich euch vielleicht sogar abraten, weil ich fand es wirklich nicht so gut. Es gibt Besseres von der Autorin auf alle Fälle, aber ich fand es immer noch gut. Also man konnte es immer noch schön lesen, es war immer noch spannend und es gab immer noch Twists, mit denen ich nie im Leben gerechnet hätte. Aber im Großen und Ganzen waren die Bücher halt einfach sehr, sehr dick, sehr ausladend und hätten ruhig ein paar hundert Seiten weniger verkraften können. Aber ja, trotzdem hat es Spaß gemacht. Und den Rest der Reihen habe ich gar nicht mehr hier, deswegen blende ich sie euch ein. Was ich auch beendet habe, ist Redwood Love von Kelly Oram. Nein, ich habe es schon wieder falsch gesagt. Von Kelly Moran. Die Reihe habe ich gelesen, weil sie wahnsinnig gehypt wurde und ich fand sie ganz nett. Ich habe sie als Hörbuch gehört. Und es war ganz nett. Wie gesagt, ich will es jetzt nicht so hypen, wie das andere Leute gemacht haben. Es war nicht schlecht, es hat mir Spaß gemacht und es war schön zu hören. Aber es ist jetzt absolut kein Highlight gewesen oder so. Deswegen, finde ich, muss man es nicht gelesen haben. Von derselben Autorin habe ich dann auch noch Wildflower Summer gehört. Und beziehungsweise gelesen. Ich glaube, den ersten habe ich gelesen und den zweiten gehört. Und die Reihe, die war besser auf alle Fälle als Redwood Love. Die hat mir sehr viel mehr gefallen. Im ersten Band ging es um ja, ein Mädchen, das auf einer Farm arbeitet und ihr Bruder ist im Krieg quasi gefallen und einer seiner Kollegen kommt quasi zu ihr nach Hause und teilt ihr das mit und bleibt dann dort, um ihr ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und ja, wie es weitergeht, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, aber das fand ich eigentlich ganz süß. Das kann man sich auf alle Fälle mal antun, weil das war echt schön. Was wiederum nicht so schön war, was ich aber trotzdem beendet habe, ist Kristallblau von Amy Ewing. Und ja, das würde ich euch auf keinen Fall empfehlen, leider. Obwohl es eine Autorin ist, die ich sehr, sehr gerne mag, war diese Reihe wirklich überhaupt nicht meins und in meinen Augen auch nicht gut. Und ähnlich ist es bei den Büchern, die ich abgebrochen habe, beziehungsweise nicht die Bücher, sondern die Reihen, die ich abgebrochen habe und nicht mehr weiterlesen werde. Und dazu gehört beispielsweise A Single Night von Avi Andrews. In der Geschichte geht es um ein Mädchen, das Fashion-Bloggerin ist und die gerne Modedesignerin werden möchte und Design eben schon studiert. Und dann auf der New York Fashion Week eben ein Newcomer-Designer, der gerade eben, ja, so quasi groß rauskommt eben als Designer, den lernt sie kennen und verschießt sich ein bisschen an den und die zwei bundeln etwas an und ja, so beginnt der erste Teil und es war ganz nett. Ich habe es gern gelesen, ja, war wirklich okay, aber es hat mich jetzt nicht so gefesselt, dass ich unbedingt wissen muss, wie es in den anderen Teilen weitergeht und deswegen habe ich jetzt beschlossen, das Ganze abzubrechen, weil es gibt Reihen, die mich mehr interessieren und dann bleibe ich lieber bei diesen Reihen als jetzt Reihen auf Zwang zu beenden, die mich nicht wirklich gecatcht haben. Was ich auch nicht weiterlesen werde, ist das
ist die Reihe Das Buch der vergessenen Wörter, der gelöschten Wörter. Das ist eine Reihe, auch da fand ich den ersten Teil ganz gut. Dazu gibt es auch eine Rezension generell zu den Sachen, zu denen es eine Rezension gibt. Verlinke ich euch was in der Infobox. Und das fand ich eigentlich auch echt cool. Es war mal was anderes, aber auch da wieder, es hat mich nicht so sehr gecatcht, dass ich unbedingt wissen muss, wie es weitergeht. Deswegen werde ich auch diese Reihe abbrechen. In der Geschichte ging es um eine Frau, die für ein Datingportal arbeitet und ja, dort quasi als Bot die Männer auf dieser App hält, bis quasi tatsächliche Frauen, die dort angemeldet sind, sich für die interessieren. Und das ist so ihr Job. Und als Hobby oder nebenbei liest sie halt sehr gerne. Und irgendwann kommt es, dass sie eben nicht nur sehr gerne liest, sondern sich auf einmal eben in einer Welt wiederfindet, in der alle Buchcharaktere zusammenfinden. Und dort trifft sie auf die unterschiedlichsten Sachen, auf Bambi, auf Charaktere von Jane Austen-Romanen und so weiter und so fort. Also wirklich ein komplettes Programm an Charakteren und das fand ich wahnsinnig cool. Aber wie gesagt, ich muss es nicht unbedingt beenden. Dann ein Buch, das ich sicherlich nicht beenden werde, weil ich es wahnsinnig schrecklich und schlecht fand, ist Wie ist Perversion von diesmal Kelly Oram. Und auch wenn ich ihre andere Reihe wahnsinnig geliebt habe, ist das für mich wirklich ein Riesenflop gewesen und die Reihe werde ich auf keinen Fall beenden. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Ja, es war auf meinen Jahres-Lowlights mit dabei und ja, nee, das werde ich nicht weiterlesen. Was ich auch nicht weiterlesen werde, ist The Promise, oder nee, Promised heißt es eigentlich nur, von Kira Cass. Da war ich ja noch am Überlegen, ob ich vielleicht weiterlese oder nicht. Aber auch hier wieder, eigentlich interessiert es mich nicht wirklich, wie es weitergeht, weil es hat mich nicht wirklich gecatcht und ich muss echt nicht wissen, wie es weitergeht. Deswegen werde ich das auch nicht weiterlesen bzw. hören. Und ähnlich ist es für mich bei Diviners von, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ich habe es sogar noch da. Das habe ich, glaube ich, oder? Habe ich es noch da? Nee, ich sehe es gerade nicht im Regal. Also das habe ich wahrscheinlich auch aussortiert. Ich habe das ja als Hörbuch gehört und ich fand es auch echt gut. Und ich weiß, dass es den zweiten auch als Hörbuch gibt, glaube ich. Oder ich müsste ihn kaufen, ich weiß es nicht mehr. Aber mittlerweile ist es auch so lang her, dass ich nicht unbedingt, ja, so viel weiß, dass es so spannend ist, dass ich unbedingt weiterlesen muss. Und der dritte Teil ist ja auch nie auf Deutsch erschienen. Deswegen lasse ich das jetzt für mich als abgeschlossenen Einzelteil quasi stehen und werde nicht mehr weiterlesen. Die nächste Reihe, die ich abgebrochen habe, ist The Secret Book Club. Und den ersten Teil fand ich ja wahnsinnig witzig, aber auch der ist auf meinen Flops gelandet, weil die Rechtschreibfehler. Und ich habe schon überlegt, das als Hörbuch weiterzuhören. Aber irgendwie, ja, irgendwie reizt es mich nicht so, dass ich jetzt wissen muss, wie es weitergeht. Deswegen werde ich auch das nicht mehr weiterhören. Obwohl es auf alle Fälle eine Story ist, die empfehlenswert ist. Also in der Geschichte geht es um einen Mann, der versucht, seine Ehe zu retten und ja, von seinen Kumpels quasi in einen geheimen Buchclub gezogen wird. Und in diesem lesen sie quasi so Erotikschinken und ja, wenden so Sachen aus den Erotikschinken an im echten Leben, um quasi ihre Ehe zu retten, beziehungsweise aufzufrischen oder am Leben zu erhalten. Und ja, das ist wahnsinnig witzig gewesen. Aber wie gesagt, auch da, ich muss nicht unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und das letzte Buch, das ich nicht weiterlesen werde, beziehungsweise die Reihe ich nicht weiterverfolgen werde, ist Love is Loud von Katinka Engel. Denn auch diese Reihe war jetzt nicht unbedingt meins. Da geht es um Francie und die kommt aus Deutschland, geht dann aber nach New Orleans und trifft dort auf einen Straßenmusiker. Und es war sehr klischeehaft. Also, ich muss es nicht wirklich weiterlesen. Ich fand es ehrlich gesagt langweilig. Die meisten Charaktere haben mich nicht wirklich interessiert. Und ja, auch die Reihe werde ich nicht weiterverfolgen. Ja, so viel dazu. Das waren alle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auf alle Fälle in die Kommentare, was ihr nicht mehr weiterlesen werdet. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.